Sehr schön. Gut, ich werde die Truppen mal splitten. Das seht ihr gerade richtig. Und dann bauen wir gleich direkt erstmal eine Windfalle. Und wir werden auch früher oder später unsere Gebäude verbessern müssen. Jetzt momentan scheinen wir das noch nicht zu können. Oder zu brauchen, je nachdem, wie man es auslegen will. Und wir bauen gleich direkt die Harkonnen-Raffinerie. Also das Spielprinzip ist ja eigentlich genauso wie bei Command & Conquer auch. Wir haben einen Bauhof, wir bauen Kraftwerke und so weiter. Wir müssen Truppen ausheben, wir müssen Spice sammeln, damit wir Geld bekommen und so weiter und so fort. Der große Vorteil ist eben halt ein Unterschied zu Command & Conquer, dass wir die Gebäude verbessern können. Auch das wird, glaube ich, im dritten Teil von Alarmstufe Rot wurde das eingeführt, dass man da auch Gebäude verbessern kann. Allerdings nur bei bestimmten Fraktionen, aber dazu kommen wir dann, wenn es soweit ist. So, jetzt bauen wir erstmal die Raffinerie, dann bauen wir auch gleich direkt die Fabrik und wir bauen eine Zusatzraffinerie für 1200. Das ist die Verbesserung, die bringt uns nämlich auch einen weiteren Sammler ein. Genau, so. Und wie ihr seht, der Sammler wird von einem Carry-All begleitet. Also ein Carry-All ist eine Flugmaschine, die die Sammler auflädt und zur Raffinerie direkt bringt, ohne Umwege. Also das ist nicht nur effizienter für unsere Sammler, sondern auch tatsächlich einigermaßen sicherer, weil die Sammler dann für Bodeneinheiten, also die andere Bodeneinheiten nicht angreifen können, dann unverwundbar. Aber für Bodenluftangriffseinheiten ist das dann schon ein bisschen riskanter dann. Weil der Carry-All ist empfindlicher als der Sammler. Und wir bauen gleich direkt Kampfpanzer. Denn der große, oder für mich der große Pluspunkt, den die Harkonnen hier haben, ist, dass sie tatsächlich auf Panzer setzen und nicht so wie die Atreides auf Walker. So wie den Mungo zum Beispiel oder den Minotaurus. So, und wie man hört, die Musik der Harkonnen ist ein bisschen härter. Und auch die Sprecher der Einheiten sind ein bisschen härter drauf. Also die sind nicht ohne die Harkonnen. Das ist ja das bösartige Haus. So. Ich hoffe, wie gesagt, dass es diesmal auch klappt, dass ich euch dann irgendwann auch mal die Orders zeigen kann. Hoffe ich zumindest. Ich weiß es nicht. All das bleibt abzuwarten. So. Erstmal erkunde ich mit dieser Einheit hier die Karte ein wenig. Um herauszufinden, wo unser Gegner sitzt. Nee, wir bauen erstmal die Harkonnen-Kaserne. Denn ja, auch die Harkonnen verfügen natürlich über Infanterie. Nicht nur die Atreides. So, wir sollen ja diesen Verräter ausfindig machen und zur Strecke bringen. Die Saduka-Gauner sind eingetroffen. Mach dich bald auf ihren Angriff gefasst. Oh, die Saduka-Gauner alleine. Ist das dieser Korumpator? Ja, scheint so. Ja, das ist der Gola. Und er ist tot. Jetzt werden uns diese Saduka bei unserem Angriff. Sehr gut. Wie geil ist das denn? Man braucht einfach nur die Gola zu töten und zack. Das freut mich doch. Sehr schön. Wir haben mächtige Verbündete dazu bekommen, die wir auch gleich einsetzen werden. Also ich, hier gibt es ja die Möglichkeit, dass man sich... Sehr gut, meine imperialen Krieger. Das sind so geile Krieger. In die habe ich mich echt, seitdem ich die Atreides Let's Played habe, so ein bisschen verliebt. Muss ich doch schon sagen. Weil die so geil... Wurm, Wurm, weg hier. Wurm. Können wir den angreifen? Scheiß Wurm. Verpiss dich, Wurm. Wollen dich hier nicht haben. Mano. Meine armen Saduka. So. Und jetzt greifen wir die Verbände von den Ordos an. Jetzt können wir uns in Ruhe auf unseren Feind konzentrieren. Also ich bin mal gespannt, wie ich die Bündnisse auslegen werde dieses Mal. Ich habe die ja beim letzten Mal, wie ich persönlich finde, ein bisschen fehlerhaft ausgelegt. Aber ich habe nichts irgendwie von meinen Zuschauern, von euch in den Kommentaren vernommen. Guck an, das Spice, also diese Explosion des Spice sind für die Truppen tödlich. Das ist auch interessant. Das wusste ich zum Beispiel auch noch nicht. So. Man lernt ja nie aus, ne?
Und da haben wir die Basis der Ordos. Und man sieht schon, die Ordos haben einen dezenten Unterschied zu den Harkonnen und zu den Atreides. Also die, nicht die Engine, sondern die, Mensch, wie sage ich das jetzt am besten, das Design der Gebäude der Harkonnen und der Atreides ähnelt sich mehr als das der Ordos. Also die der und die Ordos unterscheiden sich mehr von den anderen beiden. Also, ja. Genau, das wollte ich gesagt haben. Und dann bin ich echt mal gespannt, was wir dann für Fraktionen dann auswählen werden für den kommenden großen Kampf um Dune. Denn darum geht es ja hier. So, und jetzt werden wir erstmal die Ordos-Basis hier platt machen. Mit unseren treuen Sadokar, die sich wacker durchgekämpft haben. Also sie haben nicht nur die Verbände unseres Gegners aufgerieben, sondern jetzt auch gerade die Basis. Die Sadokar werden in Kürze angreifen, vorbereitet. Warum angreife ich? Ich hab sie doch hier. Ja, das war's. Die greifen nicht mehr an. Die Sadokar sind außer sich vor Verlegenheit. Sie können einfach nicht begreifen, wie einer ihrer Anführer so leicht durch einen Gola ersetzt werden konnte. Auf ein solch ausgetüfteltes Täuschungsmanöver waren sie nicht vorbereitet. Und weil sie niemanden mehr trauen können, sind sie zu uns übergelaufen. Köstliche Ironie. Ja, das finde ich auch. Finde ich gut. Ja, ich liebe die Sadokar. Die sind so geil. Das sind so geile Krieger im Kampf. Herrlich. Dann auch noch mit der Ehre und alles. Oh, das ist Wahnsinn. Kommt für mich so ein bisschen so vor, als wären das die Samurai von Dune. Weil das waren ja auch ehrenhafte Krieger. Weiter geht's. Die Atreides greifen uns an. Natürlich verteidigen wir. Commander, ein Ordos-Konvoi scheint sich verirrt zu haben. Jetzt wird er von den Sadokar verfolgt. Unterstütze die Sadokar dabei und hilf ihnen, dieses techno-fetischistische Geschmeiß auszurotten. Die Sadokar sind beeindruckt von unseren Fähigkeiten. Sie wollen sich mit uns verbünden. Techno-fetischistisches Geschmeiß. Das habe ich auch so noch nie gehört. Hört sich aber interessant an. Techno-fetischistisches Geschmeiß. So kann man es auch ausdrücken. Berichten zufolge soll sich ein Konvoi der Ordos in diesem Gebiet befinden. Gebäude. Pass auf ihn auf. Mhm. Okay. Jetzt hole ich mir erstmal eine Zusatzraffinerie. Ich will erstmal ein bisschen zu Geld kommen, ja. Wie ihr seht, wir haben auch hier einen Galgen. Also die Harkonnen, wie gesagt, wir sind die Bösartigen jetzt. Nachdem wir die noblen Atreides ja gespielt haben. Und ich baue jetzt erstmal eine schöne Waffenfabrik. Damit ich schön Panzer bauen kann. Ich liebe ja Panzer, ne? Muss ich ja ganz ehrlich sagen. Aber auch nur im Spiel. Ne? Das muss man ja differenzieren. Also im wahren Leben sind Panzer nicht so meins, aber im Spiel... Da sind sie durchaus nicht zu verachten. Sammler meldet sich. Ganz genau, mein Freund. Genauso wollen wir das hören. Und ich merke gerade, wir können mit Q auf die Infanterieauswahl zugreifen und mit E auf die Gebäudeauswahl. Das finde ich interessant. Und mit H kommen wir übrigens zu unserer Basis. Zum Bauhof, um genau zu sein. So. Und damit haben wir auch hier alles... abgedeckt soweit. Ihr sollt sammeln. Freunde, ihr sollt sammeln. Wo kommt der Wurm jetzt? Wo ist der Wurm? Wo ist der Wurm? Hm? Wo ist der große, böse Wurm? So, wir verbessern erstmal unseren Bauhof und bestellen gleich mal eine Menge Kampfpanzer. 20 Stück. So, dann bauen wir erstmal eine Windfalle, vor allen Dingen. Sehr gut. Sehr schön. Dann bauen wir gleich mal hier eine schöne Windfalle mit hin. So, wunderbar. Und ein Außenposten wäre vielleicht auch nicht verkehrt. Ich habe irgendwie den Wurm gehört. Wo ist er? Wo ist der Wurm? Ich bräuchte mal einen Kundschafter. Ja, nicht genügend Credits. Ne? Das kennen wir ja auch, dieses Problem. Also in Strategiespielen ist es ja meistens so, dass man schnell pleite gehen kann. Hier ist es genauso. So. Was denn? Wir haben Ordos-Einheiten geortet, die in dieses Gebiet eingedrungen sind. Sie werden von Sadokar-Truppen verfolgt. Okay.
Mau hat begonnen. Und sie sind sehr langsam. Was ist das denn? Sandkriecher, okay. Ist das eine Ordos-Einheit? Ich weiß das nicht. Diese Ordos-Saboteure haben versucht, Spione und Golas in unsere Reihen einzuschleusen. Dafür sollen sie bestraft werden. Ja, das werden sie, meine Freunde. Denn ihr seid ja schon eigentlich... Vernichte die Ordos und unser Ansehen bei den Saduka wird Sicherheit stehen. Ja, ich würde gerne angreifen. Ich habe nur allerdings momentan nichts. Und wir dürfen nicht vergessen, die Atreides sind auch noch dabei. Verlässt das Gebiet und wird weiterhin von den Saduka verfolgt. Wir haben eine wertvolle Gelegenheit vertan, Kommandant. Verdammt! Woher soll ich wissen, dass es so ein kurzer Weg ist? Ist fehlgeschlagen. Erobere wenigstens das Territorium, Commander, sonst ist alles verloren. Ah, woher soll ich wissen, dass der Weg so scheiße kurz ist? Hä? Mein Junge. Danke. Ja, danke, Mädel, das weiß ich auch. Toll. Hoffentlich sind sie immer noch meine Verbündeten. Das wäre ärgerlich, wenn sie es jetzt nicht mehr sind. Verdammt nochmal. Das ist echt blöd. Ich kann doch nicht mit 4 Panzern mal eben angreifen. Die waren doch total in der Überzahl, hallo? Das geht doch nicht. Ey Mann, das geht doch nicht. So. Ja, Befehl verstanden, Team 3. Haben wir mal unseren Aufklärer eigentlich noch? Ja, den haben wir noch. Er ist über uns näher an, mein Freund. Und er ist platt. Das war ein Plattfuß aus den Wäldern. Ha! Ah, was ist das denn? Ziviles Gebäude zerstören. Und tschüss. Das waren, glaube ich, Fremen. Kann das sein? Egal, haben wir sie gerade platt gemacht. Wir sind schließlich die Saduka. Wir dürfen... die Saduka. Wir sind die Harkonnen. Wir sind die Bösen. Wir dürfen das. Gut, die Atreides meinen also, uns ärgern zu können. Das ärgert mich, dass ich das mit den Saduka verplempert habe. Aber was soll ich machen, wenn ich nur 3 Panzer habe? Oder 4? Da kann ich doch nichts machen, Mensch. Eigentlich könnten die Panzer die ja umrollen ohne Probleme, ne? Die Trikes, so klein wie die sind. Wo? Dort. Bist du wahnsinnig? Bist du anscheinend. Und die Kaserne zerstören. Erstmal die Kaserne platt machen. So. Und die Raffinerie gleich als nächstes. Jawohl. Zerstört den Sammler. Ist das ein Außenposten? Gleich nicht mehr. Wo? Oh, hat er sich doch noch einen Sammler geschnappt. Arsch. Und jetzt den Bauhof. Zerstört ihn. Macht ihn fertig. Yes! Sehr schön. Auch wenn das ein Führersieg ist. Die Saduka verabscheuen die List und bewundern die Stärke. Nutze dieses Wissen zu deinem Vorteil, Commander. Alles klar. So, ich speichere das dennoch. Let's play. Ich hoffe, dass das so bleibt mit den Saduka, mit dem Bündnis. Ansonsten hätte ich ein Bündnis mit denen vertan. Und weiter geht's. Natürlich. Achso, das ist, ich muss mich erstmal umgewöhnen. ich dachte gerade ernsthaft, das wäre unser Gebiet. Ah, Cutscene. Gunzeng! Vater! Ich nehme an, die Truppenverstärkungen sind ausreichend. Aber ja, auf jeden Fall. Unsere Truppen werden eingesetzt, sobald die Fregatten landen. Mir ist doch was Besonderes eingefallen. Ich will, dass du die gegnerischen Fregatten angreifst, bevor du ankommst. Bevor ich... noch drinnen im Kreuzer? Die Fregatten der Ordos und Atreides vernichtest du einfach. Du kannst die Truppen auslöschen, bevor sie meinen Spice-Planeten betreten. Schön und gut. Das wäre aber eine direkte Verletzung der Großen Konvention. Große Konvention? Ist mein Babybruder ein Soldat oder ein Diplomat? Mein Bruder ist ein Schwachsinniger. Mein einziges Ziel, Vater, war... Dein Ziel interessiert mich nicht. Es ist mir völlig gleichgültig. Du wirst mir gehorchen oder du wirst abgelöst. Vielleicht bist du tatsächlich zu jung für diese Position.
Ich werde wie immer deinen Befehlen gehorchen. Du wirst stolz auf mich sein, Vater. Selbstverständlich. Wenn der Angriff beginnt, ist klar, dass sich die anderen Häuser verteidigen werden. Das kann so etwas wie ein Test werden für unsere neuen Militärkommander. Vernichtet die Bande. Vernichtet sie, macht Schluss! Jo, gut. Wir sollen also gegen die große Konvention verstoßen. Kein Problem. Das machen wir doch auch noch. Und danach kommt nämlich die Mission, wo leider das Spiel so häufig abgestürzt ist. Zerstöre alle feindlichen Fregatten. Vernichte jeden, der dir über den Weg läuft. Ich bin dabei, mein Freund. Und ich hoffe dieses Mal, dass das Spiel auch wirklich stabil bleibt. Weil, wie gesagt, ich habe mir jetzt abgewöhnt, euch die Einheiten zu zeigen. Es tut mir, wie gesagt, auch sehr leid. Bloß wenn es dafür sorgt, dass es das Spiel abstürzt, ja, es ist nicht so gut dann. Ihr versteht das sicherlich. So, dann kümmern wir uns jetzt erstmal um Gebiet hier. Ich denke nicht dran. Vorwärts! Macht sie fertig! Ja, wie ihr seht, wir haben jetzt Flammenwerfer-Infanteristen. Also die Harkonnen sind auch auf Flammenwerfer ausgerichtet. Es gibt ja solche ähnlichen Einheiten auch bei Command & Conquer. Nämlich auf Seiten von Nott den Flammenwerfer-Panzer, die Fackel der Erleuchtung also, sowie die Flamme der Läuterung. Das ist die Infanterieeinheit von denen. Und das war die Fregatte der Ordos. Sehr schön. Die Ordos, die arbeiten anscheinend mehr mit Kampfwaffen, also sowas wie Gas und sowas. Mit sowas arbeiten sie. Aber wie gesagt, die Harkonnen arbeiten eher mit Flammenwerfer. So, die sind platt. Sehr schön. So, und dann werden wir mal diese Fahrzeuge hier von den Ordos zerstören. Diese spinnenähnlichen Viecher. So, platt gemacht. Sehr schön. Dann kämen wir gleich direkt zurück. Wie gesagt, ich hoffe, dass das Spiel bleibt. Ihr seht auch hier oben einen Timer laufen. Wir haben 13 Minuten Zeit und ein paar zerquetschte. Und innerhalb dieser Zeit müssen wir es tatsächlich schaffen, sonst ist die Mission gescheitert. So. Gut, gut. Das läuft schon mal ganz gut. So, es tut mir jetzt leid, wenn ich gerade so ein bisschen ruhiger bin, aber ich konzentriere mich gerade. Vor allen Dingen habe ich immer noch den Beigedanken, dass der PC auch ja durchhält dieses Mal. Weil ich würde es echt schade finden, wenn die Aufnahme jetzt nochmal abschmiert. Weil da muss ich sonst echt in Erwägung ziehen, entweder mein Aufnahmeprinzip zu ändern oder ich muss leider die Harkonnen ausfallen lassen. Dann muss ich das sonst mit den Ordos probieren. Wenn es mit denen auch nicht klappt, dann, ja, dann hat sich das leider ganz erledigt. Aber hoffen wir das Beste. So, dann töten wir die erstmal. Was auch immer das ist, erstmal töten. Egal. Töten, zerstören, zermalmen, zerschlagen. Ne? Kleine Andeutung auf die Gruppe Rammstein, die ich ja sehr gerne höre. Die ich auch gerne mal ein paar Mal öfters erwähne. So. Und das war auch die Fregatte der Ordos. Auch die ist vernichtet. Sehr schön. Wir hatten das ja bei den Atreides ähnlich gehabt. Da hatten wir ja eine Mission, wo wir die Fregatten der Harkonnen und der Ordos zerstört haben. Hier zerstören wir halt jetzt die der Atreides und der Ordos. Verdammt. Tötet sie! Kleiner Vorteil der Flammenwerfer zu unseren Gunsten. Denn die können auch trotzdem von über verschiedene Ebenen auf sie schießen. Trotzdem gehen sie drauf. Finde ich gut. So, dann zerstören wir die Fässer noch. Genau, wunderbar. Upsala. Ihr Widerstand ist doch stärker, als wir angenommen haben. Nimm diese zusätzlichen Truppen. Dankeschön, Mentat. Ja, ja. Der Mentat aus dem Haus Atreides, der kommt ja nochmal im Command & Conquer Universum vor. Aber falls jemand von euch weiß, wer der Schauspieler des Harkonnen-Mentats ist, dann könnt ihr mir das gerne mal in die Kommentare schreiben. Das würde mich sehr interessieren, wer das ist. Und vor allen Dingen, wo er mitspielt. Dass man ihn mal sehen kann.
Das würde mich mal interessieren, weil es sind ja manche bekannte Charaktere dabei. Und aus den Atreides-Let's Play, das ja vollendet ist, wissen wir ja auch, dass zum Beispiel Frank Klepacki für die Musik zuständig ist. Der ja übrigens auch bei der Command & Conquer-Musik hauptsächlich mitgemischt hat. Was sind das eigentlich für Truppen hier? Was seid ihr? Ihr seid tot auf jeden Fall. Auch gut. Vorwärts! Immer weiter. Keine Gnade den Gegner. Ich werde auch bald wieder Warlords weiter aufnehmen. Ich denke mal so morgen früh oder so. Vielleicht heute Abend auch nochmal gucken, wie ich das mache. Ja, ich nehme tatsächlich am Abend auf. Kommt auch nicht sehr häufig vor, dass ich das mache. Aber das hat seine Gründe, warum ich das abends aufnehme. Weil eigentlich wollte ich tatsächlich heute nicht aufnehmen. Aber es kam etwas anders, als es kommen sollte, sagen wir es mal so. Und deswegen habe ich dann gesagt, gut, dann mache ich jetzt noch eben eine Aufnahme zu Emperor Schlacht um Dune, beziehungsweise ich versuche es. Weil, wie gesagt, das Spiel hat mir ja in letzter Zeit Probleme gemacht, so ein bisschen. Zumindest ist hier auf Seiten der Harkonnen. Ich hoffe, dass das jetzt nicht mehr der Fall ist. Vor allen Dingen hoffe ich auch, dass es nicht am Mikro liegt, weil ich habe es nämlich einmal privat probiert. Und da funktionierte das interessanterweise. Deswegen. Also ich werde jetzt, wie gesagt, die Einheitenauswahl auch nicht anwählen, sondern direkt hier auf die Scheiße hauen, auf gut Deutsch. Ohne irgendwie was zu zeigen, was die Einheiten angeht. So wie ich das ja bei den Atreides gemacht habe, eben halt, weil es zu diesem blöden Abstürzen geführt hat. Das hat mich immer so ein bisschen geärgert. Erstmal wurde ich dadurch gespoilert, beim allerersten Mal. Und zum anderen, ja, je öfter ich die Mission spiele, umso mehr Routine kriege ich rein. Und das ist, für euch ist es bedauerlich, weil es ist ja eigentlich ein Blind-Projekt. Und vor allen Dingen, ich kenne die Cutscenes dann auch schon. Also das ist für mich dann nicht mehr überraschend. Also ich denke mal, ihr wisst, was ich damit meine. Und ich vermute mal, dass diese Frauen, die da aufschreien, dass das Nonnen sein sollen. Noch mehr Truppen? Ja, kommt her. Wir warten auf euch, Jungs. Und währenddessen plätten wir unsere Gegner einfach mal weiter. Und das war eine weitere Fregatte. Wunderbar. Ich weiß jetzt auch nicht, ob das hauptsächlich Atreides-Soldaten oder Ordos-Soldaten sind, aber ich denke mal, es sind Atreides-Soldaten. Wenn überhaupt. So. Wir kämpfen uns einfach mal hier weiter vor. Wunderbar. Und dann hauen wir die nochmal weg. Das dürften Atreides-Truppen sein. Das ist nämlich auch eine... Nee, das ist Ordos, okay? Das ist Ordos. Okay. Ziehe deine Truppen in die nächstgelegene Verstärkte zurück. Du musst sie schützen, Kommandant. Alles klar. Also, Emperor Schlacht um Dune ist auf jeden Fall ein Spiel, das mit CD läuft. Deswegen hakt das auch zwischendurch, weil es daran liegt, weil das Spiel erstmal laden muss. Blöderweise kann es dann auch leider zu Abstürzen kommen. Wie gesagt, deswegen diese Vorwarnung von mir. Jetzt momentan läuft es ja gut, bis auf ein paar kleine ladungsbedingte Stocker. Das ist aber relativ normal bei diesem Spiel. Ich habe auch schon die CD überprüft. Die CD sieht super aus. Also die hat keine Kratzer oder sowas. Also das liegt wirklich nur daran. Anders kann ich mir das nicht vorstellen. So, dann machen wir die platt. Macht sie fertig. Sehr schön. Dann haben wir hier alles weggeräumt und wir können gleich direkt abhauen. Und es scheint sogar, dass ich dieses Mal ein bisschen schneller bin als letztes Mal. Der Baron jawohl. Ist hoch erfreut über deinen Erfolg, Commander. Dankeschön, das freut mich doch. Und der ballert das erstmal ist rum. Krieg. Allumfassender Krieg, es kann keinen Rückzug geben. Den Spruch kennen wir schon. Let's play. Speichern, jo. Und zurück. Und weiter.